Hallihallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des nicht Snowrunner, Pokémon. wir sind in der letzten Folge hier bis zum Rose Tower gekommen. Da wartet auch Hoppeldi Hopp schon. Und ich würde sagen, wir machen direkt weiter. Ne? Einfach nein in den Rose Tower. Und mal schauen, was hier so abgeht. Wusstest du, dass der Rose Tower angeblich auf einer Energiequelle gebaut wurde? Deshalb kann man an der Spitze des Gebäudes auch Pokémon Dyna maximieren. Ja, nice. Aber was viel wichtiger ist, ich hoffe schwer, dass man mit dem Aufzug bis ganz nach oben fahren kann. Der Rose Tower hat nämlich sage und schreibe 100 Stockwerke. Eieieiei. Wie weit der Aufzug fährt, spielt keine Rolle. Hier ist nämlich Endstation für euch. Ja, ja. Okay. Kämpfen wir erstmal gegen Tom von Makrokosmos. Aber erstmal diesen. Oh, tschüss, Fermicula. Gelatropo. Kurz vor Level 47. Okay, fahren wir zur Spitze. Auf geht's. Ab in den Fahrstuhl. Und hopp nach oben. Gut, 100 Stockwerke kann eventuell ein bisschen dauern. Gerade wenn zwischendurch auch noch irgendwelche Makrokosmos-Angestellten auftauchen, die der Meinung sind, sie wollen einmal von uns verprügelt werden. Mäh. Immer mit seinem Zwolok als Starter. Gut, gegen Bronzong wäre, glaube ich, jetzt Feuer besser, aber... Ich habe gerade nicht so viel Bock zu wechseln. So, tschüss, Bronzong. Reicht doch nicht ganz. So, Kupfanti. Du bist der Nächste, der daran glauben muss. Easy Game. Einfach weggemacht, das Vieh. Level up für Gelatropo. Das heißt, unser Gelatropo wird sich jetzt entwickeln. Nice. Nanu? Geil! Endlich eine Entwicklung von Gelatropo zu Gelatwino.
So. Oh, cool. Erhalte uns. Ach, guck mal, da kommen schon die nächsten beiden. Guck mal, die Hälfte haben wir schon geschafft. Wenn wir uns auf der 150 Meter Marke befinden, dann müssten wir ungefähr im 50. Stock sein. Na gut. So, ich mache erstmal Flunkiefer weg. Ja, Intelli und ich würde auch gerne jetzt spielen, aber geht gerade nicht. So, Flunkiefer instant weggemacht. Sehr schön. Ey, die Animation ist auch cool eigentlich. Aber Klick-Klack sagt sich einfach so, ich mache wieder eine Useless-Attacke. Und werde dann jetzt diese Runde drauf gehen. Sicher. Schwierig für Klick-Klack. So, das war Nummer 2, also hier Trainerpaarung Nummer 2. Und ich schätze mal, eine kommt noch, bevor wir nach oben kommen. Genau, deswegen haben wir da ja auch drei Türen. Sehr effektiv. Na, da trifft sich ja äußerst gut. Und schlägt weg. Und nächste Runde auch Stallos dann weg. Einfach mal der Stallos Plug gedrückt. Und paralysiert. Nice. So, tschüss Stallos. Die Kämpfe sind ja hier wie so ziemlich alle Kämpfe in der Generation eigentlich nicht besonders schwer. Aber wir sind ja noch nicht durch. So weit nach oben. Ja, anscheinend sind wir oben angekommen. Da ist Olivia. Alter. Ah, ist eine grießgrimmige Tante. Ja,
Oh, wir können den Döner maximieren. Das ist ja nice. Tschüss, Frostige. Verletzen? Ich hab's besiegt. Schwester. Frühjahr? Sagt mir gerade gar nichts. Ach so. Das ist ein Feen-Pokémon, ne? Nice Anziehung. Wir fühlen uns richtig angezogen. Ah, mal gucken, ob wir das mit Kehrtwende lösen können. Ah, fuck. Ah, es reicht doch. Hell. Die Frage ist nur, was bringen wir dagegen jetzt wieder ins Spiel? Oh. Gar nix. Geh doch mal zurück. Geh doch hier gar nicht hin. Da. So, einwechseln. Nö, wir lassen jetzt mal Gortrum kämpfen. Der Gute hat sich da bestimmt auch mal verdient. Schwierige Geschichte. Ja gut. Dann war Gortroms Kampf halt nicht so erfolgreich. Es so mal gewinnt man, mal verliert man. Nee, Gott, warum nicht? Nimm mal Giflor. Sollten die Giftattacken nicht so effektiv sein? Nee, die nicht. Aber die Feuerattacken schon. Es ist nur KP am Hin- und Her-Saugen. Das hat diesmal ja schön. Sehr schön, sehr schön. Tschüss, Grasfeld. Och, es reicht wirklich nicht. Scheiß doch die Wand an. Da, dann halt Inteleon. Schnauze voll hier. Was endlich auch weg.
Ach, wir kämpfen. Ach. Schwierig. Warte mal, wie sieht es denn mit der Eisattacke aus? Ist auch nicht effektiv. Oh, erfolgreich zweimal getroffen. Eine Kehrtwende. Hilft ja alles nichts. Das Problem, was wir jetzt natürlich haben, die Auswahl unserer Pokémon. Wobei, Glurak kann, glaube ich, Drachenklaue. Drachenattacken sind gegen Drachen aktiv. Effektiv, so. Ah, nee, Feuer Odin. Ja. Da kommt das gleiche Prinzip eigentlich raus. Oder auch nicht. Richtig schwierig. Richtig schwierig. Wir müssen das gleich anders machen. Ich muss mal ein Pokémon wiederbeleben. Unsere Pflanzen-Pokémon müssten da besser helfen. Ach, Milotic zählt gar nicht als Drache? Das ist ja garbage. Ist ja kein Wunder, dass das nicht wird. Gehen wir wohl nur noch kurz rein. Nee, nicht Pokémon. Beutel. Ach komm, hier, wir gönnen uns mal einen Top-Leber. Ja, okay. Das ist natürlich äußerst schwierig. So, mach jetzt hier Licht. Wir wollen es wenigstens noch anzünden. Natürlich auch die einzige Wasserattacke, die einzige Attacke, die es so gefühlt kann. So, Vulnona, du hast dich wunderbar geschlagen. Immerhin hast du zweimal Surf ausgehalten. Danke dir. So, jetzt aber Giflor. Ja, man mit seinem Bodyguard.
Ah, machen wir gleich nochmal. So, jetzt aber. Mein Gott. Was zur Hölle war denn der Ponytox? Das war doch hier diese Müll-Pokémon, ne? Ich glaube, das war diese Müll-Pokémon. So. Ja, wir müssen dann mit den Tellen kämpfen. Ich glaube, wir haben weder einen Boden, also ein Pokémon dabei, was eine Bodenattacke kann. Und noch ein Pokémon, was eine Psycho-Attacke kann. Das ist natürlich maximal belastend. Das ist richtig belastend. Ey, ich hab vor dir Giga Dynamax. Das ist jetzt nicht mehr so beeindruckend und überraschend, wie du denkst. Das ist es nicht, Rose. Mein Controller ist auch wieder mal eskalieren. Sehr schön. Ui! Das funktioniert überraschend gut. Deswegen machen wir das einfach normal, damit wir Mist was dann besiegt haben. Intellion Level 60, nice. So. Haben wir geschafft. Oh, guck mal, sieht doch nicht süß aus, die beiden sich den Sonnenuntergang anschauen. Unsere Zeit hier ist begrenzt. Ja, gut, jetzt kommt so ein Ressourcen-Dialog, den wir theoretisch auch aus unserer eigenen Welt übertragen können. Richtig, je schneller wir handeln, desto besser. So.
Lass uns zum Hotel zurückgehen und nach Herzenslust den Bauch vollstellen. Nice, da sehe ich uns. Also geht es morgen weiter mit dem Turnier. So. Und hast du dich auch richtig ausruhen können? Ja, klar, wir haben super gut geschlafen. Bringe ich dich gerne zum Stadion. Ja, gut, Olivia ist die Böse und der Rose der Gute. Und sie gehört natürlich zu Rose. Jo. Okay. Das heißt, es geht quasi auf ins Score-Stadion. In die Arena quasi von Score City. Nur ist es ja keine Arena im eigentlichen Sinne. Deswegen halt das Stadion. So. Wollen wir uns mal vorbereiten auf das letzte Turnier. Dem wir, glaube ich, gegen die ganzen Arena-Leiter antreten. Beziehungsweise also das ist so ein Turnier erstmal mit den ganzen Arena-Leitern. Und gegen ein paar von denen treten wir halt auch an. Gehen wir mal hoch. Wir denn hin? Zuerst wieder mit irgendjemandem reden, habe ich was verpasst? Doch noch unten mit irgendjemandem reden? Wahrscheinlich mit ihm hier am Schalter wieder. Ja. Apropos, sind wir Pokémon denn überhaupt geheilt? Ja, bitte, wenn nicht. Oh, passt. Das passt, würde ich behaupten. Aber wir gehen mal trotzdem noch mal ins Pokémon Center. Fällt mir nämlich gerade ein. Ich habe da nämlich noch was Neues im Pedo. Und zwar das Level gerade war. Das habe ich nämlich aus dem Raid geholt. So, die Frage ist, wir nehmen jetzt raus. Ja, sorry, Volnona Glurak ist halt ein bisschen cooler. Bortrom, du musst auch mal raus. Dafür nehmen wir Elisar noch mit. Dass wir auch Elektroattacken haben, für den Fall der Fälle. Auch wenn Elisar jetzt natürlich absolut underlevelt ist. Aber das passt schon irgendwie. Gut. Können wir uns jetzt hier umziehen? So, wir müssen immer noch mit dem Typen unten reden vorher, ne? Mann! Garbage! Einfach kaputt! Ja! Ja!
Ock, da sind die ganzen Arena leider. Und auch Nessiness. So, gibt's hier schon einen Plan? Okay, wir gucken uns die Eröffnungszeremonie noch an. Ja. Und je nachdem, weil da wird das Finalturnier überhaupt erst aufgestellt. Wir müssen ja nicht gegen alle kämpfen. Sondern nur gegen ein paar. Da ist der Champ. Oh. Er hält jetzt erstmal eine Rede. Ich glaube, wir müssen nur gegen zwei oder drei von den Arena-Lettern kämpfen. Weiß nicht, wie die Aufstellung da war. Betsy's. Okay. Anscheinend haben wir noch ein extra Duell. Ja, ich weiß, die alte Shuttle, sprich die Arena-Leitung von Fairy Tail City, hätte ich jetzt gerade gesagt. Die Feen-Arena-Leiterin hat ihn so ein bisschen unter seine Fittiche genommen. So. Okay, Arena-Leiter Betsy's. Das ist quasi unser erster Kampf im großen Champ-Turnier. Ob die mal gegen Flunkkäfer wählt, ist natürlich Feuer. Aber macht nichts, wir greifen einfach wieder eiskalt mit Wasser an. Schauen wir, was wir können. Sag ich doch. Einfach, weil wir was können. Ja. Gegen Gardevoir nehmen wir Magieflor. Ich glaube, da war Gift ganz gut gegen. Meine ich mich dran zu erinnern. Ich doch. Oh. Hä? Was war denn das jetzt? Was macht der Mondstrom? Speck. Ah, das passt doch so. Gut, Gardevoir haben wir auch besiegt. Das heißt, wir haben jetzt Galoppa. Dagegen helfen Kieferattacken. Wo ist es denn jetzt hin? Ach, ganz unten. Da ist. Italien macht einfach wieder Kehrtwende. Weil wir so schlau sind. So. Dürfte damit theoretisch ein One-Shot sein.
nicht. Ja, gut. Na, irgendjemand, der noch irgendwas anderes kann mit bei? Nee, Smith brauchen wir nicht dabei. Nehmen wir einfach mal Gardevoir rein. Ey, ey, ey. Oh gut, das machen wir nochmal. Du kleine Mistzermade. So. Nee, wir müssen es anders spielen jetzt. Wenn er nämlich nur mal Bodycheck macht, sind wir tot. Aber so ist er jetzt tot. So. Ich will jetzt gerne Giflo wiederbringen. Ah, Kacke. Ah gut, das war gerade ein Fehler. Das war gerade ein Fehler. Dann machen wir das so. Und so. Ja, Dynamax jetzt eh. Das heißt, wir haben Giflor gleich auf vollen KP. Und können dann. Wenn dann. Giflor einwechseln, wenn Gardevoir jetzt besiegt wird. Das Dynamo maximieren und eine Giftattacke machen. Klingt übel schlau, oder? Gar nicht so dumm. Wait, Moment. Er hat keine Feuerattacke? Wof ist das denn? Einfach. Um schon mal ein paar KP abzuziehen. Das ist jetzt natürlich richtig bitter eigentlich. Die Frage ist, ob das jetzt echt aufgeht. Na komm, wir bringen mal Grogak rein, solange hat er jetzt nur noch eine Phase auf Giga Dynamax. Oder könnten wir auch mal Metallklaue beibringen? Der müsste das ja eigentlich auch können. Hm. Oh, hier Flug. Weil Drachenattacken sind ja gegen Feenattacken relativ nutzlos. Das weiß ja jeder. So, das ist aber übel nett. Der Boden ist hier noch grün, beziehungsweise aufgewärmt. Als Feuerattacken sind noch immer effektiver. Und dabei brauchen wir Giflor gar nicht mehr. Wir haben nicht mal Dynamax maximiert. Betsys, du bist so eine Lusche. Ja. Aber Betsys einfach mal kurz platt gemacht.
Geil. Aber hey. Ja, er schwelgt jetzt so ein bisschen Selbstmitleid. Gut. Damit haben wir Betsy ist jetzt besiegt. Steht denn jetzt hier eine Tourneepaarung? Nee, immer noch nicht. Ist mir egal. Geh mal kurz unsere Pokémon noch fix voll heilen. Waren wir bei dem Balduin-Dude schon? Bin mir da gerade nicht sicher. Sonst müssen wir da auch noch mal kurz hin. So, das ist ja auch russisch macht, das habe ich glaube ich aber im letzten Video schon angesprochen, dass du hier nicht so wie bei den Trophäen oder so halt alle hintereinander wegbesiegen musst, ohne zwischendurch deine Pokémon im Center heilen zu können. Ne? Deswegen habe ich mich früher mal gerne mit Übertränken und so einem Shit eingedeckt und Elixieren. Und so ein. Also, ne? Ihr wisst, worauf ich hinweise. Mittlerweile kannst du zwischen den Kämpfen einfach lame ins Pokémon Center gehen. Das ist halt. Cool. Wir nehmen mal Platz. Das war's dann aber auch für diese Folge. Den Rest des. Also, das eigentliche Finalturnier. Machen wir dann beim nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Sehen uns wieder. Oder rein. Bis dann. Tschüss.